Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Das Jahr 2019 neigt sich zu Ende und ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt, jedes Jahr meine Favoriten zu zeigen. Und im heutigen Video zeige ich euch meine Favoriten aus dem Jahr 2019 im Bereich Haare, Körperpflege, dies, das. Und das sind Produkte, auf die ich zu 100% schwöre, die ich zu 100% empfehle, die super bei mir klappen, die ich mir immer wieder nachkaufe und die mich 2019 immer wieder begleitet haben. Ich werde euch alle Produkte in der Infobox verlinken. Falls ihr sie kauft, kauft sie gerne über die Infobox. Ich würde mich sehr freuen. Damit könnt ihr mich auch unterstützen. Ich kriege so ein bisschen Provision bei den Links da unten und nicht bei allen, aber bei manchen. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich zeige euch mal meine Favoriten für Pflege, Haare, Hände. Ja. Als erstes zeige ich euch mal meine liebsten Haarpflegeprodukte. Meine Haarfavoriten. Ich habe sehr krauses, trockenes Haar, was auch öfter mal splissig ist. Und ich schwöre auf diese Haarpflegereihe. Shampoo, Conditioner, Kur. Die Redken Extreme Reihe ist einfach mega gut. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie meine Haare sehr gut pflegt. Dass sie mir hilft, dass Schäden nicht so schnell kommen. Das ist auch für Aufbau für geschädigtes Haar. Ich mache das immer so. Erst Shampoo, ich öffne die Schublade. Kur, pack Vitamine rein und Spülung und mach die Schublade zu. Das ist so mein Beispiel für Doofies, weißt du, wenn man nicht weiß wie. Ich habe viele Produkte benutzt und getestet aus der Drogerie, aus dem High-End-Bereich, aber bisher habe ich keine Haarpflegeserie gefunden, die so gut für meine Haare ist wie das hier. Es ist einfach gut. Ich habe viel Rückmeldung von Followern bekommen, die das aufgrund meiner Empfehlung gekauft haben und getestet haben und die haben gesagt, auf jeden, das ist richtig gut. Ich benutze das jetzt schon seit 1-2 Jahren und kann es auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr trockene, splissige Haare habt, checkt das ab, Digis. Es macht sehr viel aus als Frau, finde ich, ob du schöne, gepflegte Haare hast oder ob sie ungepflegt sind, splissig sind, bla. Ey, ich sehe auch manchmal aus wie scheiße oder ungepflegt und komisch mit meinen Haaren. Aber ich achte mega drauf und diese Haarpflegeserie ist einfach perfekt dafür. Absolute Empfehlung. Checkt sie ab. Dann das Produkt meines Lebens, das benutze ich jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren, Digis. Ich zeige euch jetzt ein Bild von meinen Nägeln. Ich habe sie abgekaut vor, ich weiß nicht, vor 2-3 Wochen, als ich krank war, weil ich hasse es, krank zu sein. Und glaubt mir, das ist kein schönes Bild. Seht ihr, wie abgeknabbert die waren? Das ist echt... Guck mal, ich habe noch eins. Ich glaube, man sieht das nicht so gut. Guck mal, wie sie jetzt aussehen. Sie sind verschieden lang. Ich feile sie auch immer ein bisschen komisch, ne? Aber ich habe so viel Nagelhärter probiert. Und der beste, den ich euch empfehlen kann, ist der hier. Der macht deine Nägel stärker. Ich habe das Gefühl, dass sie schneller wachsen. Ich habe so krasse Probleme gehabt mit Nägeln, die splittrig sind, die abbrechen, die nicht stark sind. Da knickst du einmal, die brechen ab und sowas. Das hat mich echt gestresst. Ich habe mir schöne, lange, weibliche Nägel gewünscht. Ich schwöre euch, ich lüge nicht. Manchmal waren sie so lang, dass ich sie sogar kurz gefeilt habe, weil sie mir zu lang waren. Und klar, trotzdem bricht man Nagel ab. Na, ich mache sehr, sehr viel mit meinen Händen. Aber dieser Nagelhärter, ich kaufe den immer wieder nach. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Du machst so eine 3-Tages-Kur, heute drauf, morgen drauf, übermorgen, dann machst du ihn ab und dann machst du es nochmal. Du kannst ihn als Unterlack benutzen, wenn deine Nägel für dich lang genug sind. Der einzige Nachteil, am Ende, wenn er sich zu Ende neigt, ist es sehr dickflüssig und den unteren Teil kannst du nicht benutzen. Aber ich habe keinen besseren gefunden. Ich weiß nicht, was sein Zauberrezept ist. Wirklich, Digis, ich hatte so splittrige, kaputte Nägel, das war so blöd. Plötzlich, Digis, sie sind fest, sie sind hart, sie sehen gut aus, wenn ich sie selber nicht verkacke. Und es gibt keinen besseren Mikrozell hier, SCDs, das, bla. Nein, der Nagelhärter meines Lebens. Ich bin so froh, dass ich ihn gefunden habe und mich getraut habe, ihn zu testen. Ich glaube, es war sogar damals eine Empfehlung von einer Followerin und ich kann ihn auch zu 100% empfehlen. Dann das Parfüm meines Lebens, Fairy Mugler Alien. Digis, das ist so ein Parfüm, das riecht sehr lange, wenn du es drauf hast. Es riecht, es ist sehr stark, du brauchst nicht viel. Riecht mal bei Douglas oder kauft euch das auf gut Glück. Nein, ist zu teuer, um auf gut Glück zu kaufen. Aber das ist so ein Duft aus sexy Verführung, fresh, Eleganz. Ich kann es euch nicht beschreiben. Und den findest du bei Douglas oder was weiß ich, Parfümerie deiner Wahl. Mega Empfehlung, benutze ich immer beim Feiern oder fast immer. Und in der Drogerie findest du dieses Deo, das... riecht so wie das Parfüm, kostet 1-2 Euro, keine Ahnung, und ist ein mega, 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 mega gutes Deo. Liebe ich, benutze ich mit meinem Nivea Fresh Pure Deo, das habe ich auch beim 2018 Video euch gezeigt. Deo meines Vertrauens, die beiden, Nivea habe ich leider gerade keins da, aber
Warum? Ich muss meins holen. Die beiden in Kombination mega. Das ist auch so ein Deo. Kannst du als Parfüm so ein bisschen benutzen, wenn du ein bisschen stinkig bist. Es riecht unendlich gut. Es sorgt dafür, dass du lange nicht schwitzt. Und so kann ich euch absolut empfehlen. Dann, alle Produkte sind selber gekauft. Digis, das ist jetzt ein gesponsertes Produkt. Ich arbeite mit denen zusammen. Die wissen gar nicht, dass ich das hier im Video erzähle. Falls ihr was von Hello Body kauft, folgt mir auf Instagram. Ich arbeite mit denen. Ich hau oft einen Rabattcode raus. Hello Body Coco Fresh. Das ist mein absoluter Lieblingsreinigungsschaum fürs Gesicht. Der fühlt sich so schön an auf der Haut. Ich mag das so gerne, wenn ich mich abgeschminkt habe, gepeelt habe, keine Ahnung, damit nochmal zu waschen. Ich benutze ihn jeden Tag, jeden Morgen. Ich liebe den Duft. Manche sagen, die Inhaltsstoffe sind nicht so gut. Du kriegst in der Drogerie Sachen, die gut sind, gleich gut sind, besser sind. Aber mich hat das angefixt, so der Duft. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hatte auch schon andere Reinigungsschäume, Schaums, okay. Aber ich war ja auch bei Hello Body Kunde, bevor ich mit denen gearbeitet habe. Und dann habe ich denen irgendwann geschrieben, ey, habt ihr Bock, nur professionell. Und das ist mein liebstes Produkt von denen. Ich liebe es, mein Gesicht damit zu reinigen. Ich mag den Duft. Ein Pumpstoß reicht, Digis, und du kannst dein ganzes Gesicht putzen. So, absolute Empfehlung. Liebe ich mega doll und feiere ich mega extrem. Dann aus der Drogerie. Ihr wisst, trockene Problemhaut habe ich. Das sind meiner Meinung nach die besten Cremes aus der Drogerie. Tages- und Nachtcreme. Balea, Urea, Tages- und Nachtcreme. Für sehr trockene Haut. Benutze ich sehr oft, kaufe ich mir immer wieder nach. Ich mag diese Cremes mega gerne. Ich habe bisher keine bessere Tages- oder Nachtcreme aus der Drogerie gefunden für meine trockene Haut. Die haben auch eine Augencreme, die habe ich jetzt leider nicht da. Okay. Aber die beiden kann ich euch absolut empfehlen und finde sie super. Also falls ihr trockene Haut habt, checkt das auf jeden Fall ab. Dann mein Notfallbruder in der Not. Manchmal, wenn ich wenig geschlafen habe, wenn ich tot bin, gefeiert habe, keine Ahnung, habe ich nicht nur Augenringe und Augenschatten, sondern auch geschwollene Augen. Und das hier, Digis, ich habe auch viele andere getestet aus der Drogerie, dies, das. Das ist von The Body Shop. Ich habe das immer im Kühlschrank liegen. Digis, es gab Tage, da habe ich ein Event gehabt, irgendwie ein wichtiges Meeting mit so Geschäftspartnern. Ich nur 5 Stunden geschlafen vor Aufregung. Ich brauche meine 8 Stunden, ne? So manchmal 4 Stunden geschlafen. Ich hole das aus dem Kühlschrank. Die haben hier so ein kühlendes Metallding. Ich habe viele andere gefunden, die waren alle nicht so gut wie das hier. Drückst du einmal drauf, seht ihr diese Creme, die rauskommt. Machst du dann so auf unter dein Auge, kühlt, ich glaube, doch, sieht man, das kühlt dann dein Auge und sorgt dafür, dass deine Augenschwellungen weggehen. Das ist mein Notfallbruder im Vertrauen, Digis. Wenn es hart auf hart kommt, ich muss irgendwie innerhalb von einer Stunde aussehen wie ein Mensch, ich sehe aus wie Scheiße, bin halb tot, habe kaum geschlafen. Habe ich 3-mal hier liegen, weil unbedingt, wenn ihr ihn habt, habt ihn im Kühlschrank, das verstärkt nochmal den Effekt mega doll. Ich warte dann so 10 Minuten, mache irgendwas anderes und danach sehe ich schon menschlicher aus. Auch aus der Drogerie von Ebelin, auch ein Favorit, so ein Nagellack-Entferner-Ding. Guck mal, guckst du hier, ist so ein dunkles Loch, packst du deinen Finger rein, drehst du, hast du ganz schnell deinen Nagellack entfernt. Und dann nehme ich nur noch ein Wattepad mit Nagellackentferner und gehe schnell drüber und schon sind meine Nägel sauber. Dann wasche ich sie und dann packe ich halt neuen Nagellack drauf. Für mich ein sehr gutes Produkt im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Loch ist eng genug, ich kenne welche, da fummelst du und klappt nicht und nee. Hiermit habe ich jeden hartnäckigen Nagellack abgekriegt und deswegen empfehle ich ihn sehr. Das schönste, beste Körperpeeling, was ich jemals getestet habe, große Packung hier, es gibt die kleinen Packungen, verlinke ich euch alles. Du fühlst dich danach, deine Haut fühlt sich wirklich gepeelt an. Beide riechen extrem gut. Du musst nicht mal cremen, so weich fühlt sich deine Haut danach an. Ich habe so viele Körperpeelings getestet. Ich peel mich jedes Mal beim Duschen. Und keins war so gut wie das hier. Man muss gucken, ich benutze es nicht beim jeden Duschen, weil eins hiervon kostet, glaube ich, 1,50. Das kostet, glaube ich, 6, 7 Euro. Aber ich benutze es immer öfter so, ne? Wenn ich arbeiten gehe und mir den Luxus gönnen kann, sowas zu kaufen. Manche haben mir auch meine Follower geschickt, danke nochmal. Dann gönne ich mir das. Aber bei jedem Duschen, nein, Digga, 1,50 bei jedem Duschen nur fürs Peeling, Duschgel, Wasser. Auf jeden Fall, ich kenne kein besseres Körperpeeling als diese beiden. Du hast eine weiche Haut, es sind perfekte Peelings. Deine Haut ist danach wirklich gepeelt. Abgestorbene Hautschüppchen, eingewachsene Haare ist sehr gut dafür und kann ich mega empfehlen. Feiere ich, liebe ich, habe ich immer hier liegen und ist super. Dann habe ich hier von der Marke, von dem Nagelhärter, so ein Zeug. Ich benutze es leider nicht regelmäßig, aber das ist so gut, das ist so. Ich habe das gecheckt, Digis, wenn du trockene Nagelhaut hast, ne, sieht das so kacke aus. Es macht sehr viel aus, ob deine Nagelhaut gepflegt ist oder nicht. Das Ding ist jetzt leider leer, aber du nimmst das so, drehst und dann kommt da so ein Öl raus, riecht auch ganz gut und das packst du hier mit diesem Ding auf deine Nagelhaut. Als ich das erste Mal benutzt habe, das war für mich so ein Wow-Effekt. Das hält auch lange, du kannst auch einfach Olivenöl auf deine Nagelhaut tun, aber
das hält einfach, weißt du. Ich habe so viel Nagelhautzeug benutzt und getestet. Ich benutze es auch nicht so regelmäßig. Aber das hier hatte bisher den besten Effekt. Und auch wenn deine Hände kacke aussehen und so, glaub mir, wenn deine Nagelhaut gepflegt aussieht durch so ein Zeug und nicht so trocken und komisch, macht das sehr viel aus im Bild eurer Hände. Ich habe mir das auf jeden Fall nachbestellt, ist leider noch nicht da. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein sehr gutes Nagelhautserum. Nicht zu ölig, nicht zu klebrig. Manchmal benutzt du welche, deine Hände kleben und nein, nein, du hast diese Faxen nicht. Empfehlung. Dann die für mich zwei besten Abschminkprodukte. Eins ist aus der Drogerie, das ist in Ölform. Eins ist von The Body Shop und ist in so einer Form, weißt du, in so einer festen Form. Gehst du mit dem Finger rein und holst das so raus, verreibst das zwischen den Händen. Und egal, ob ich 50 Kilo Make-up drauf habe, 30 Kilo, 10 Kilo, das sind die Make-up-Abschminksachen meines Vertrauens. Damit kriege ich alles ab. Manchmal habe ich nicht so einen Bock auf so ein Öl, weißt du, deswegen mag ich diese feste Form lieber. Die sind so gut, die fühlen sich so gut an auf der Haut. Ich mach damit mein ganzes Make-up ab, dann wasche ich das ab und dann kommt Gesichtsreinigung und so, ne? Bestes Reinigungsöl, was ich bisher in der Drogerie getestet habe, ist meiner Meinung nach im Preis-Leistungs-Verhältnis sogar besser als von The Body Shop Camomile. Das hier gibt's auch in Ölform. Da würde ich zu dem Balea Reinigungsöl raten. Ansonsten ist das beste Abschminkprodukt, das ich kenne. Das ist auch für sensible Haut und ich habe das Gefühl, wenn ich das regelmäßig benutze, es hat mir geholfen, dass meine Wimpern ein bisschen wachsen. Ich wüsste nicht sonst warum, weil das ist das Einzige, was ich regelmäßig wirklich oft benutze. Du kriegst alles abgeschminkt, es ist eine super Handhabung, du hast kein Drama, keine Probleme. Es ist für sensible Haut und das war auch letztes Jahr, glaube ich, ein Favorit von mir. Ich schmink mich sehr, sehr gerne damit ab. Ich kenne nichts Besseres, keine Abschminktücher, kein dies, das, bla. Die Konsistenz gefällt mir am meisten. Am besten. Manchmal benutze ich halt auch dieses Reinigungsöl, weil das kostet, glaube ich, 10, 15 Euro. Das kostet 3. Muss ja nicht jedes Mal das hier sein, weißt du. Aber das sind die Abschminkprodukte meines Vertrauens. Und glaub mir, manchmal 50 Kilo drauf. Die machen alles ab. Dann habe ich hier eine Handcreme, die mir sehr gut gefallen hat für extrem trockene Haut. Die habe ich, weil ich benutze kaum Handcreme, ich benutze kaum Handzeug. Und das ist auch so eine feste Konsistenz. So sieht das aus. Die Handcreme zieht sehr schnell ein. Deine Hände haben nicht lange irgendwie einen fettigen, komischen Film. Und ich habe das Gefühl, sie sind lange gepflegt. Ich glaube, das ist so eine Handcreme. Steht ja auch so für Hartarbeit, also Leute, die hart arbeiten. Also Handwerker, dies, das und die mag ich sehr, sehr gerne. Ich benutze nicht oft Handcreme. Wenn ich welche benutze, benutze ich die. Weil glaubt mir, wenn du deine Hände gepflegt sind und nicht so trocken aussehen wie bei mir und hier, das macht so viel aus und wirklich super Handcreme. Auch für Leute, die hart arbeiten und so, mega. Auch von der Konsistenz und so, lohnt sich. Dann belebendes Gesichtswasser von M. Asam. Ich kann euch nicht sagen, warum ich das so feiere, aber das ist das Gesichtswasser, was ich eigentlich auch fast jeden Tag benutze. Morgens, ich wasche mein Gesicht meistens eigentlich fast immer mit Hello Body. Dann bin ich leicht tot und dann sprühe ich das drauf, spendet intensiv Feuchtigkeit, aktiviert die Leuchtkraft der Haut. Ich habe das Gefühl, wenn ich dieses Gesichtsspray benutze, zieht sich mein Gesicht so ein bisschen zusammen und ist ein bisschen straffer und ein bisschen frischer. Und deswegen mag ich das sehr, sehr gerne und kaufe mir das immer wieder nach. Ich habe kein Gesichtsspray gefunden, was ich lieber benutze, gerade morgens für einen frischen Effekt, für einen Wacheffekt. Und deswegen kann ich das hier sehr empfehlen und benutze es immer wieder und mag es sehr gern. Dann ein Gesichtswasser, was ich auch schon sehr oft empfohlen habe, Anti-Mitesser-Gesichtswasser von Neutrogena. Befreit verstopfte Poren und hilft, Mitesser zu entfernen und ihnen vorzubeugen. Benutze ich auch sehr, sehr oft, nicht morgens, meistens abends. Mit einem großen Wattepad, gerade im Nasenbereich, mit Esser und so auf der Haut. Ich glaube, es ist nicht so gut geeignet für sehr sensible Haut. Ich glaube, da passt es nicht so. Testet es gerne mal. Ich habe zu 80% von meinen Followern positive Rückmeldungen zu diesem Gesichtswasser bekommen. Die anderen, die es nicht gefeiert haben, hatten halt sehr sensible Haut oder eine Haut, die viel Allergien hat. Und da hat es nicht gepasst, so weißt du. Weil wenn du es rauftust mit einem Wattepad, du merkst richtig, wie es in deinem Gesicht arbeitet. Macht es nicht zu nah an den Augen, der Bereich hat damit nichts zu tun, aber hier Wangenbereich, Nasenbereich, Mitesser, tolles Gesichtswasser und benutze ich auch seit Jahren und kaufe ich auch immer wieder nach und nice. Auch ein Tipp, den ich dieses Jahr getestet habe, das drittletzte Produkt, zwei kommen noch danach, ist dieses Gesichtswaschgel von Biore mit Aktivkohle. Digis, ich habe das mal 2 Wochen gemacht, nur dieses Gesichtswasser. Das von Neutrogena und diese Creme so von Balea. Mein Hautbild sah so gut aus, wirklich mega. Aber ich benutze morgens zum Beispiel lieber diesen Hello Body Reinigungsschaum, dann dieses Gesichtswasser und sowas. Aber wenn ich richtig picklige Problemphasen habe, ist das ein richtig, richtig, richtig gutes Waschgel, weißt du. Ich finde von der Haut, also so vom Feeling Hello Body und so schöner auf der Haut, aber
Bei Pickelproblemen, bei so ganz schlimmen Phasen oder wenn meine Haut sich ganz unrein und scheiße anfühlt, nehme ich das hier auch sehr, sehr gerne. Kriegt ihr in der Drogerie, habe ich mir auch nachgekauft und kann ich sehr empfehlen. Mega. Dann habe ich hier einen Peeling-Schwamm, den habe ich von Rossmann. Und der ist sehr grob gepeelt. Ich habe davon 5, 6 Stück, keine Ahnung. Den benutze ich für, also die benutze ich für verschiedene Bereiche. Zum Beispiel einen habe ich in der Dusche. Ich brauche immer viel Peeling wegen trockener Hautschüppchen, trockener Haut, was weiß ich. Eingewachsene Härchen habe ich oft Probleme gehabt. Ich habe so viel Peeling-Schwämme benutzt. Der eine ist zu weich, der peelt nicht richtig. Der ist komisch in der Handhabung. Nein, nein, nein. Dieser Peeling-Schwamm ist der beste. Den benutze ich beim Duschen. Einen habe ich da, den benutze ich immer bei meinen Lippen. So als Peeling vor Liquid Lipstick und so. Und ich kann die absolut empfehlen. Ich habe so lange nach einem perfekten Peeling-Schwamm gefunden. Jetzt habe ich gesucht und dann habe ich ihn gefunden und jetzt habe ich ihn und feiere ihn. Das letzte Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist von Balea dieses Rasieröl. Ich mache es so, ich benutze es auf verschiedenen Bereichen und du nimmst halt was davon. Hier steht wenige Tropfen auf die Handfläche und dann in die Haut einmassieren. Bro, was für wenige Tropfen, ich habe viel Masse. So, ich nehme das, packe es so auf die Haut, warte ein bisschen und dann rasiere ich. Manche haben das getestet und haben gesagt, sie haben Rasierbrand davon. Digis, erstens, bevor ich das mache, peele ich meine Haut komplett. Zweitens, wenn du das benutzt, musst du ganz oft deinen Rasierer gegen die Dusche drücken oder putzen, also gegenhauen und auswaschen, weil das Öl verstopft deine Rasierer schneller als Rasiergel oder Schaum. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich kann mir nicht erklären, woran es liegt, wenn ich dieses Rasieröl benutze. Erstens habe ich das Gefühl, meine Haare wachsen viel langsamer, als wenn ich Rasierschaum oder Rasiergel benutze. Zweitens ist die Haut viel weicher und klar, wenn ich Zeitdruck habe oder nicht so Bock auf so Filme habe, nehme ich einfach Rasiergel, aber wenn ich was Besonderes vorhab oder so besonders lange überall glatt sein möchte, nehme ich Rasieröl. Im Preis-Leistungs-Verhältnis, ich habe auch viel teurere getestet, fand ich das von Balea am besten. Mega wichtig, eure Rasierer könnt ihr dadurch kürzer benutzen, also die Lebensdauer eurer Rasierer sinkt, wenn ihr sowas benutzt, als wenn ihr nur Rasiergel benutzt. Digga, mein Deutsch, schau, ist die Lebensdauer eurer Rasierer sinkt, wenn ihr Rasieröl benutzt, im Vergleich zu Rasiergel, Rasierschaum, sie werden schneller stumpf. Aber ich finde, es lohnt sich, weil ich mich dadurch viel weniger rasieren muss. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Ganz wichtig, wascht eure Rasierer oft ab. Dann habt ihr nicht verstopfte Rasierer, Rasierpickelchen und sowas. Und peelt die Haut, bevor ihr so ein Rasieröl benutzt. Ich bin sehr zufrieden und habe da auch so 60-70% positive Rückmeldung bekommen, würde ich so sagen. Ja, das war's, Digis. Das waren so meine Pflegeprodukte 2019, auf die ich schwöre, auf die ich mich verlassen kann, die ich feiere, die ich liebe, die ich 100% empfehlen kann. Falls ihr Erfahrungen damit habt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Falls ihr etwas kauft, aufgrund meines Videos, kauft das über die Infobox, gönnt mir ein bisschen auf korrekt. Schreibt mir unbedingt, wie eure Erfahrungen nach dem Kauf waren und schreibt mir doch gerne eure Pflegefavoriten in die Kommentare und warum es eure Favoriten sind dieses Jahr. Mal gucken, wie es 2020 aussieht. Das waren aber die Pflegefavoriten 2019 und ja. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und auf euer Feedback, auf eure Erfahrungen und ja, ich habe jetzt genug dazu gesagt. Jetzt reicht es aber auch für heute. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Nach oben, nicht nach unten. Mach nach oben. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.